So weit kommt es noch. Okay. Dann haben wir hier alles da. Ein und so, das können wir auch noch abladen. Oh, Perlen sind da. Habt ein bisschen Geduld. Bei euch geht's hier so prächtig, ne? Aber ich fütter euch auch einfach hier mit allen möglichen Sachen. Selbst meine selbst unsere Hauptstadt hier, die kriegt nicht ansatzweise so viel. So, ich würde sagen, wir bauen nochmal die Stadt hier zu Ende. In dem Sinne, dass wir die letzten Häuser vollsetzen hier. Damit die Stadt voll ist. Vollständig bebaut. So, warte, wir machen einfach hier so einen Cut, damit ich weiß, bis wohin ich Häuser bauen kann. Warte, sorry. Mauer bauen wir bis zur Wand. Ja, hier ziehen wir bis zur Wand durch anscheinend. Okay, dann können wir auch hier so machen. Eine Rohstoffquelle ist bald versiegt. Kein Problem, wir haben ein bisschen Geld. So. Ja, wenn die Moschee gebaut ist, zählt das, glaube ich, auch als Moschee. Ich glaube, dann brauchen wir jetzt auch nicht so die bei den kleinen Häusern nochmal gucken. Das sollte dann hoffentlich ausreichend sein. So. Ja, hier müssen wir auch nochmal einmal Abstand machen, aber machen wir gleich. Erstmal hier die Wege setzen, sonst ziehen die Ente gleich wieder aus. No! Ah, ne, das können wir irgendwann auch lösen, kein Problem. Ihre Bevölkerung sehnt sich nach Gemeinschaft. Ja, Moment. Guck mal, da ist doch die Gemeinschaft. Hä? Ja, dann komm, bauen wir da was anderes hin. Tschüss. Da, für euch beide baue ich keinen Bazar, das glaubt mir aber mal. So, einmal rein hier. Ist schon cool. Also, es ist schon krass, wie weit wir hier mittlerweile sind. Reingehen, so. Das macht schon echt Laune, muss ich sagen. Ja, hier ist zu. Die Stadt ist umrahmt, möchte ich meinen. Glückwunsch. Leben jetzt auf der Sonnenseite. Nee, ihr auch noch? Da habe ich gar nicht mitbekommen. Warum konnte ich denn dann da... Ach, Häuser konnte ich da bauen, weil ich da generell bauen durfte. Die vier sind hier ein Problem, ja. Da kenne ich gar nichts. Muss was überlegen für... Ich baue mir da ein paar Produktionsgebäude oder sowas. Das ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Nicht so schlecht. So, Waffen werden produziert. Das heißt, wir können uns mal, würde ich sagen, ein kleines Lager mal... Oh, fürs... Just for the looks, oder was? Zack. Bauen wir nochmal ein Herlager rein, wenn es da schon perfekt hinpasst. Oh, so, Sohlevorkommen. Nee, nicht mit mir. So, der Stadt geht's gut. Ich hoffe halt, dass wir genug jetzt Leute zusammenbekommen. Weil theoretisch müsstest du wirklich... Wir können auch einige bekommen, aber vielleicht müssten wir die Stadt weiter bewirtschaften, damit wir das Moschee zu Ende bauen können. Und das könnte echt ein Kampf werden, ehrlich gesagt. Was ist eigentlich jetzt hier? Entweder wir dürfen bei euch leben. Naja, 69k. Ja. Sag mal, was bist du denn für einer? Die Armee marschiert los. Nichts kann uns standhalten. Nichts kann uns standhalten. Wir marschieren los. Was ist denn da mit euch verkehrt, Junge? Da hat es aber ordentlich gezimmert. Wir holen mal ein bisschen Stein. Goldfort. Oh, nicht auch noch die Hauptstadt. Ja, dann macht doch alles kaputt, Mensch. Wenn es denn wieder sein muss. Oh, nö. Ich würde sagen, wir bauen mal ein bisschen Steinstraßen wieder. Weil die Hauptstadt, wie gesagt, ja, da müssen wir eigentlich auch noch, ne, ein bisschen was machen. Wir müssen verschönern. Lücken müssen vollgefüllt werden. Wir haben die Hauptstadt echt vernachlässigt. Aber ich muss auch sagen, war auch echt spaßig, mal jetzt woanders zu bauen. Also sprich, in dem Fall jetzt... im orientalischen Siedlung. Das war schon spaßig. Bisschen Abwechslung hatte gewesen. Müssen wir wieder... Jetzt müssen wir Stein reinholen, tatsächlich, ja. Hier brauchen wir nicht mehr wirklich Stein. Eine können wir abliefern und ab nach oben. Und jeder hat bekommen, was er wollte. Krass, dass wir jetzt hier so eine Speicherstadt einfach mal haben. Oh, schön, schön, auf jeden Fall. Und einen zweiten Abwertung können wir uns, glaube ich, auch nochmal gönnen, oder? Sind wir mal nicht so. Hier auch in der Hauptstadt. Oh. Sehr schön, die neue Weltstadt. Sie steht. Alles kommt an, die Perlen werden gerade auch hochgeballert.
Da sind sie auch so fast oben, ist schon. Einer ihrer Betriebe sehr schön. 2,7 verdienen wir, das ist auch echt lecker. Sieht's aus? Most und so. Ah, perfekt, wächst alles. Ah, Bücher sind das nächste Problem. Ich sehe schon, Bücher. Und die Kerzendinger sind immer noch auch nicht wirklich am Start. Wir könnten aber tatsächlich. Messing kommt hier richtig hart an. Warte. Na, uns fehlen Ressourcen schon wieder, ne? Warte. Auch anders lösen. Kann ich das am abreißen, weil das stört mich dann ein bisschen. Stein, okay. Läuft hier aber alles soweit. Sehr schön. 2,7 ist gut. Das ist ausnahmsweise mal was Leckeres. Ja, das Feuer wundert mich nicht. Oder ist, kommt das jetzt durch das Gewitter? Oder ist das wieder so ein Punkt, wo jetzt unsere Feuerwehr schon wieder nicht hinkommt? Ja, ist klar! Natürlich, der Markt brennt. Junge, ihr habt ja direkt vor Ort einen Brunnen. Dann macht mal was damit. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, gegen das Feuer können wir nichts machen, weil wir schon wieder keine Feuerwehr haben. Ich kriege eins zu viel. Und übrigens das hier. Ein ganz großes Ding, weswegen ich das Spiel... Das ist jetzt gerade, wo ich sehe. Seht ihr die Mauern? Die haben jetzt überall Kugeln drin. Wegen einem Gewitter. Wegen einem Gewitter gehen die Mauern kaputt. In welcher Welt sind die aus... Haben wir die aus Papier zusammengezimmert? Ich glaube eigentlich nicht. Das ist schon frech. Das ist schon ein bisschen frech. Mal kurz mehr bis rum zu ragen. Mit vollem... voll zurecht einfach. Das geht gar nicht. Aber wir brauchen Stuff rüber. Hauptstadt muss versorgt werden. So, jetzt auch nochmal Stein von hier. Und du, hier unten werden jetzt tatsächlich auch Hämmer produziert. Du holst mal was von hier oben hoch. Der Stadt geht's richtig gut, ne? Ja. Hier ist das Leben noch in Ordnung einfach, ne? Einfach, es ist einfach Fakt. Haben wir schöne Moschee, die gebaut wird demnächst, wenn wir halt nur 1000 Gesandte mehr haben einfach. Ach stimmt, die können nicht mehr aufwerten, weil wir keine Musikfliesen wieder haben, ne? Warte mal. Oh, du mal Musikfliesen wieder rüber. Nichts kann uns standhalten. So, das solltest du jetzt aber schaffen. Wie lautet euer Befehl? Sehr schön. So, jetzt kann das Gewitter mal sich verziehen, bitte? Ihre Wasservorräte werden knapp. Das wäre ganz lieb. Hier ist soweit ist alles super. Bei Milchbedarf und sowas können wir weiter aufstocken. Wir schauen mal rein. Ja, Milch ist noch ein großes Problem. Wir können sogar nochmal zweimal Teppichknüpfer reinbauen, würde ich sagen. Das ihr nicht verwirklichen könnt. Ah. Ups. Komplett die falschen Gebäude, läuft. So, haben wir so einen Dreierknoten, zweimal Dreierknoten. Milch auf jeden Fall. Habe ich mir aber schon gedacht, das ist hier nicht so viel, was wir da angebaut haben. Aber das können wir auf jeden Fall auch mal angehen. So, das sollte hier sein, ne? Okay. Alle Achtung, wollen wir. Sie spielen bereits 2 Stunden. Oh ja, erstmal das Spiel voll am Dissen einfach. Sie spielen schon seit 2 Stunden, alle Achtung. Da wird man belohnt nochmal fürs Spielen. So nämlich. Aber statt einfach mir so eine Erinnerung zu geben, dass ich schon seit 2 Stunden spiele. Übrigens ganz lustig, wenn du halt je länger du spielst, desto andere Benachrichtigungen bekommst du. Am Anfang ist der Sprecher noch ganz nett, gegen Ende wird er richtig gemein, wenn man so lange am PC hockt. Naja. Was soll ich sagen? Lass mal hier rüber bauen einmal. Let's go. Ihre Wasservorräte werden knapp. Tammy, was... Irgendwas, was ich noch nicht weiß. Vor allem alles hier knapp irgendwie. Sieht eigentlich mit Datteln aus. Datteln sieht gut aus, aber es werden auch sehr, sehr viele vor Ort produziert, das muss man sagen. Kaffee sieht gut aus, Perlen sind noch da jetzt. Würde ich jetzt schon sagen, dass das eine ist, ehrlich gesagt. Aber who am I letztendlich, ne? Also ihr habt anscheinend mehr Ahnung. Wir könnten wieder Sachen verkaufen, um halt die Kathedrale mal anzugehen, oder? Wird das... Immer noch nicht weg. Ach, ich nicht. Warum auch? Nein, warum sollte es auch weg sein, ne? Das ist ja viel, viel bessere Frage. Guck mal da oben ein paar Hämmer her. Kommt zum Erliegen. So. Ah, nee, komm. Hämmer holen wir nicht weg. Falls ihr was nachbauen müsst, hätte ich gerne ein bisschen was da.
Orientalische Schiffe haben wir hier für ein paar Mosaikfliesen. Und dann kaufen wir uns mal unten bei dem Sultan welche. Ich bin überzeugt, dass ihr in dieser Sache Erfolg haben werdet. Guckt euch das an. Das Gewitter hat sich gelegt. Das Ding hat einfach alles kaputt gemacht. Einfach so Mauern. Einfach so riesige Mauern einfach mal zerstört. Weil das machen Gewitter, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Aber Gewitter sind so krass einfach. Guckt euch das mal an, alles kaputt. Oh, es ist so lächerlich. Na gut, jetzt ist alles repariert. Hier brennt wieder was, man kennt's. Aber es ging tatsächlich. Hier oben ist, überall ist ein bisschen was kaputt. Aber auch nur in dem Bereich, wo das Gewitter war, letztendlich. Okay, dann wollen wir mal. Zack, wollen wir noch eins bauen. Here we are. Gewürze reichen tatsächlich immer noch, weil ich ultra krass finde. Fleisch müssen wir nachsetzen. Bücher auf jeden Fall. Papier ist da. Farbe ist auch da. Das heißt, es liegt an den Büchern. Sammeln wir jetzt auch übrigens mal hin. Und zwar hier oben. Jetzt einfach in einem anderen Eck. So, machen wir jetzt einfach mal ganz entspannt so. Jetzt haben wir da so eine Lücke, ne? Naja, können wir eine Allee bauen. Meiner Meinung nach. So, das kommt weg. Machen wir jetzt endlich mal hier die Mauer zu. Ach guck mal, ihr seid das Besondere, weil ihr bekommt sogar Türme an die Ecken. Da bin ich ja mal so nicht so. Aber auch nur an die Ecken. Gut, hier oben geht das nicht so gut. So. Eine können wir auf jeden Fall noch ordentlich gebrauchen hier. Nicht nur alles. Und alles unterdurchschnittlich aus, möchte ich sagen. Hier möchte ich das abreißen und mal woanders hinbauen. Hier haben wir sogar komplett weggemacht. Ja, Ressourcen sind dann wieder weg, ne? Proviantmacher und was war das? Werkzeug hier. Ich weiß schon. Diese Dinger hier halt. Hat auch die gleiche Größe. Bauen wir mal hier so eins Stück hin. Proviantmacher bauen wir auch mal ein. Ja, das ist ein bisschen größer, das Gebäude. Ein bisschen unhandlicher, man kennt es. Ein anderes Viereck bauen vielleicht. Einmal groß. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr. Das ist tatsächlich der Konto da ganz gut. Aber hier unten kann man eigentlich perfekt einen reinsetzen, ne? Jetzt machen wir mal da einen rein. Ach komm schon, Spiel. Sei doch nicht so gemein, dass du direkt auch alles kaputt machst da. Ich würde übrigens ein bisschen Fisch nachsetzen irgendwie. Das Gefühl, das fällt demnächst einmal alles zusammen wieder. Ein Brand zerstört ihre Siedlung. Sprecher, sag mir irgendwas, was ich noch nicht weiß. Danke. Endlich sind die Kompanen mal weg. Ich muss tatsächlich neues bauen dafür, ne? Wenn ihr das nicht mal unter Kontrolle kriegt, dann aber geht ihr richtig ab. Ganz knapp, aber geschafft. Sehr schön. Gewährt uns euren Beistand. Ihr Schiffbrüchige, was kriegen wir dafür? Nee, ganz ehrlich, das machen wir dafür nicht. Für Geld gerne oder für teure Ressourcen, aber nicht für ein bisschen Bier. So, wann wurde freigeschaltet? Das weiß ich. Ja, wir brauchen halt insgesamt mehr Fliesen, damit wir überhaupt die Leute upgraden können. Ich habe mich gerade gefragt, wann sie das... Guck mal. Aber wobei, die wollen auch gerade nicht mehr, außer einfach nur Perlen, ne? Aber die wollen bestimmt noch Marzipan oder irgendwie sowas haben. Aber da müssen wir erstmal hinkommen. Wir brauchen halt definitiv mehr Gesandte. Aber dafür brauchen wir gerade mehr Fliesen. Aber Schiff ist auf dem Weg. Wir können auch welche einkaufen. Ist wahrscheinlich nicht gerade günstig, aber komm. Komm mal richtig ein hier. Okay. Verzeiht. Ich glaube, das Kriegslager lassen wir auch hier. Ein bisschen zum Schutz. Ich hätte gerne auch noch die hier, aber an die komme ich nicht ran. Das ist verbuggt. Leider Gottes. Nee, nicht viel machen. Geld geht übrigens gerade wieder richtig hart flöten. Ich glaube, wir waren kurz vor der Kathedrale. Alles wieder futsch. Na mal, was mit Steinstraßen und so weiter. Jetzt heißt es hier aber richtig so, dass ich hier Geld ausgeben muss, Mensch. Warte. So, wir bauen jetzt alles hier schon mal mit Steinstraßen aus. Es wird mal Zeit.
Oh. Können wir nochmal ordentlich am... Ich habe Angst, dass ich jetzt hier irgendwas zerstöre. Mit wieder. Holz lassen wir, glaube ich, ehrlich gesagt hier. Können wir meine auch so stehen lassen, oder? Weil außer das hier oben vielleicht. Warte. So machen wir einfach dann stattdessen hier nochmal was hin. Warte. Perfekt. Ja, Holz immer da ist. Wir haben jetzt sogar nochmal Sohle für den Fall der Fälle. Okay. Weg damit. Och, es kann nicht euer Ernst sein. Okay, wir da mal, ganz ehrlich, dann machen wir jetzt aber das hier. Weil ich finde das so nicht hübsch. Ehrlich gesagt. Da bin ich raus. Die Mauer stürzt auch vor allem direkt ein, einfach. Sehr fragile Mauern, möchte man meinen. Na gut. Geht ab. Holz werden wir auf jeden Fall, wie gesagt, ja weiter produzieren wie sonst was. Das kann ich schon mal sagen. Machen wir nochmal neu hier. Den Kladderadatsch. Ja, keine Sorge, Stein wird auch nochmal neu angebaut. Chillt mal kurz. So. So. Ja. Wunderbar. Machen wir schön ordentlich hier. Auch nochmal. Ja, keine Sorge, da unten. Du kriegst gleich sofort dein Konto oder musst nicht schon wieder einstürzen. Tut auch nicht Not. Die Brunnen einer Noria leeren sich. Leidensgeschichte, Moment. Wir dürfen bauen jetzt mal ausnahmsweise mal an dem, an der Hauptmauer. Deswegen lass mich. Oh nö! Tu mir doch das jetzt nicht an. Das Spiel willet aber auch gerade wissen einfach, ne? Im Moment, wenn er das Spiel einfach ins Gesicht schlägt. Ganz ehrlich, zufrieden? Bist du zufrieden, Spiel? Ich nämlich nicht. So. Ja, kann man noch mal einen gönnen, ne? So. Warum denn nicht? War das ein Effekt? Vergrößerte Ladekammer, erhöhte Geschwindigkeit. Nice. Ich habe ich schon, ne? Ja. So, wie sieht's hier aus? Sollten eigentlich mehr dazukommen jetzt. Vielleicht müssen wir sogar auch hier Vororte bauen, ne? So Häuser außerhalb der Mauer. Eventuell müssen wir sogar so hinten weiter gehen noch. Da können aber noch aufwerten. Ah, wir haben gerade keine Fliesen. Alles klar. Lad mal ab, bitte. Nichts kann uns standhalten. Und die geht mal bitte zur Hauptinsel zurück. So, dann baut euch mal aufs, bitte. Ja. Die Bärenhöhle muss aufgefüllt werden. Wir kaufen einfach neue Bären ein. Ist schon okay. Er kennt es nicht, ne? So, Bücher übrigens müssten wieder aufsteigen. Ja. Okay, genug. Okay, davon kommt jetzt erstmal genug. Wir brauchen mehr Kerzen tendenziell. Also grundsätzlich. Wein ist so noch ein bisschen so, ja, so lala. Aber so grundsätzlich ist alles da. Sehr schön. Mit anderen Worten, wir können wieder Leute upgraden. Ja, hier stimmt, hier hatten wir nicht mehr so viel zur Auswahl. Dann haben wir folgendermaßen, wir bauen neue Häuser. Es ist mal wieder soweit, tatsächlich. Aber wie sieht das hier oben aus? Da kannst du ja gar nicht hingucken, so schlimm sieht das aus. Warte mal. Ging so nicht, ne? Nee. Ja, wir wollen jetzt mal die Straßen auskommen. Eine Produktion. Wobei, nee, ich weiß, ich wechsle gerade meine Meinung hier wie sonst was. Aber ich bin halt jetzt gerade nebenbei immer neue Ideen irgendwie oder so. Und ich dachte mir gerade, komm, nee, baust du erstmal die Steinstraßen? Dann dachte ich mir so, nee, komm, bau erstmal die Häuser, damit die Leute erstmal da rankommen können. Und dann können wir die Steinstraßen bauen, während die halt entspannt hier ihren Stuff machen. Ich glaube, ich hatte gesagt, dass wir hier eine Mauer ziehen, ne? Ballert sich alles gerade nach vorne hier, warte mal.
Was wir machen könnten, ist hier einfach noch eine Linie ziehen und dann machen wir dann darüber die Mauer. So würde ich sagen, ist gut möglich. Und machen wir das einfach so. So, dann machen wir einfach hier die Häuserchen hin. Und so übrigens jetzt weg. Dürfte es noch im Radius von dem hier sein. Perfekt. Boah, der alte Schunte wird abgerissen. Wie sich das gehört. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Das sieht übrigens auch noch wild hier aus. Aber wie gesagt, für die Kathedrale müssen wir halt echt noch sparen. Da haben wir nicht ansatzweise die Moneten. Und leider Gottes nicht. Da bauen wir nochmal ein paar Reihen hier. So. Let's go. Doch, da wird jetzt aufgebaut hier. Also halb. Sieht alles noch dürftig aus. Ich weiß. So langsam kommen wir aber hoffentlich einfach mal dahin, wo wir hin wollen. Zu einer schön funktionierenden, ordentlichen Stadt. Ja, wie gesagt, ich weiß natürlich, dass wir die Stadt jetzt hier richtig hart vernachlässigt haben. I know. Warte. Na gut, dann können wir das bis oben einfach durchziehen ein bisschen. Haben wir einen schönen See halt. Okay, ein paar neue Häuser sind da. Dann heißt FIFA schön an wieder. It is wieder soweit. Ihre Siedlung ist gewachsen. Oha! Scheiß mal auf Steinstraßen. Wir müssen gucken, was wir da haben. Aber wir haben keine neuen Sachen für die Gesandten irgendwie noch nicht freigeschaltet. Wir brauchen anscheinend noch ein paar mehr, ne? Wahrscheinlich müssen wir erstmal hier genug haben für die Kathedrale und dann dürfen wir wahrscheinlich. Wir dürfen weitermachen. 3480. Wir haben genug. Wir haben noch genug. Was ist denn das für ein Scam? Was ist denn das für ein Scam? Oder brauchen wir auf der Insel diese Einwohner? Weil da sind wir noch ein bisschen entfernt von Kollege. Jetzt, ich bin offiziell gehörtet. Es ist offiziell. Das hat jetzt wehgetan, Spiel, dass du mir das jetzt nicht gibst. Ja, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte jetzt wieder ein paar Musikfliesen kaufen. Der Raderzähler kann mir gestohlen bleiben, meine Freunde. Hier wesentlich Wichtigeres zu tun. So. Zack. Hat aber auch etwas definitiv Satisfyingness, ne? Die ganzen Straßen so nachzusetzen. Einfach alle hier ein bisschen Fortschritt reinzubringen. Ne? Jetzt, guck mal, jetzt könnt ihr auch einfach plötzlich schneller auf den Straßen laufen. Ne? Man kennt das ja. Wenn die Straßen gepflastert sind, da sprinte ich dann plötzlich auch einfach. So. Kann sich das auch endlich mal Stadt nennen hier. Die leben schon länger mit Steinstraßen. Die wissen schon den Luxus zu schätzen. Haben sich schon die ganze Zeit als was Besseres gefühlt. Zu Recht meiner Meinung nach. Einfach zu... Ach, weil die Aufgabe immer noch zu erledigen ist, ja. In dieser Sache nicht weiter zu bemühen. Hauptsache, wir haben gerade noch einen mitgenommen. Ich muss mich auch nicht mehr bemühen. Ich mache hier schon genug hier. Ich habe deine Sultansmoschee will ich bauen, aber du lässt mich aber auch nicht. Übrigens auch ultra freches. Aber gut. Spiel gespeichert. So ein paar Bäumchen immer gerne gesetzt. Und hier... Ups. Kann man machen. Na, wobei... So ist es recht. Die guten alten Blumenbeete, die Regel. Wenn man so schon sehen, die Plätze auch mittlerweile finde ich gar nicht so schlecht mehr aus. Da haben wir auch schon Steinstraßen gesetzt. Nice. Bisschen Steine haben wir auch noch. So. Können wir noch irgendwas hinbauen? Warte mal, haben wir da irgendwas Interessantes? Ist das hier? Aber sieht ein bisschen fehl am Platz aus, ehrlich gesagt. Naja, sieht auch fehl am... Ist fehl am Platz aus? Schon, ne? Hm. Ein paar Palmen. Ey, komm, warum nicht? Wir haben einfach ein paar importiert. Aber da die halt hier in dieser Region nicht so gut halten, holen wir halt immer wieder neue einfach.